Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kronab. Wir schauen uns jetzt den Class Lexion 500 Series in der Version 2.0 von den Modern Schwödel an. So, ich hatte hier schon mal die Version 1.0 vorgestellt, findet ihr auch am Ende des Videos verlinkt. Deswegen werde ich in diesem kleinen Update-Video auch nur auf das Update 2.0 eingehen. Der Modder selber schreibt dazu V2 Changelog und Erneuerungen hinzugefügt. Lexion 550 oder Class Lexion 550 hinzugefügt, Schneidwerk Class Varion 750, Zahlenkonfiguration hinzugefügt, Nummernschild hinzugefügt, neue Logo-Konfiguration, öffnet die Tür, neue Fahrphysik und fix alle anderen Fehler. Okay, also wir finden es erstmal in der Kategorie Fahrzeuge logischerweise und dann Mähdrescher ganz hier hinten und unter Werkzeuge Maispflücker und Schneidwerke. Wir fangen aber erstmal mit dem Drescher an. Da haben wir ihn, das heißt prinzipiell einfach nur Class Lexion. Haben wir 449 PS, 800 Liter, Diesel, 8 Liter Blut, 30 km/h, 8600 Liter Tankvolumen, standardgemäß für 310.000 Anschaffungen, 15.810 im Leasing und 5 Config-Möglichkeiten. Reifenhersteller, Reifenvariante, Design und Motorausführung. Reifenhersteller haben wir Trelleborg, Standard, Breitreifen und das war's. Dann haben wir Michelin mit Standard. Und dann verließen sie ihn. Design Nummer 1 haben wir Standard, Agravis Logo, ja oder dementsprechend nein. Design Nummer 2 Standard, 1, 2, 3, 4, 5. Und das war's, also dass ihr den Drescher Nummern zuweisen könnt. Und zu guter Letzt die Motorausführung Lexion 530. Da seht ihr dann auch schon, irgendwie ändert sich das dann auf einmal. Ne, wenn man einmal hier reingeht, haben wir 449 PS. Und sobald ich jetzt hier, weil der 530er standardgemäß eingestellt ist, sobald ich dann hier wieder zurückswipe, haben wir dann 295 PS. Das ist noch ein kleiner Anzeigefehler. Also der 530er hat 295 PS in dem Fall. So, ja, 530er, 540er, 550er und das war's. 540 ist bei 313, 550 dann bei 350 PS für einen Aufpreis von 14.000 bzw. 24.500 Euronen. Ändert sich dann dementsprechend hier hinten das Gedöns. Schneidwerke, genau. Wir haben den Maispflüger. Konzept oder Konzeptspeed 875 FC, 38.000 Anschaffungen, 8 Meter, 10 km/h. Keine Config-Möglichkeiten, kennt man. Und unter Schneidwerke haben wir das Class C600, 7 Meter, 10 km/h, 31.000 Anschaffungen. Und jetzt halt neu das Vario 750, 7 Meter, 10 km/h, ebenfalls für 31.000 Euronen. Ja, da es im Changelog keine Änderung an den Texturen gab, bleibt das Ganze auch wie beim ersten Vorstellungsvideo. Außentexturen sind wirklich top. Jetzt haben wir hier hinten dementsprechend ein Kennzeichen dran. Deutsches Kennzeichen, Schwudel oder Schwedel. Soll eigentlich den Modernamen implizieren, gibt aber halt kein Ö in dem Fall. An sich, wenn man so sieht, ein Fantasiekennzeichen, aber immerhin aufs deutsche Niveau gebracht. Ja, ansonsten sind die Außentexturen weiterhin gut, ja. Die Innentexturen halt, ja, zwischen okay und naja, weil man sieht das hier, ne, überall halt diese Fragmentfehler, pixelt halt leider Gottes dann doch, gerade was die Decke angeht, relativ scharf, schade, aber okay, ist verkraftbar, sagen wir es mal so. Auch hier hat sich beim Mais-Schneidwerk nichts geändert. Beim C600, was wir ja vorher hatten, war ja soweit auch na, soweit alles okay. Beim neuen, beim V750, da weiß ich nicht. Ne, seht ihr, das seht ihr hier, das sieht halt, und hier fällt es halt komplett auf. Ne? Also hier sieht man, wow, was ist das? Ich meine, hatte geguckt, okay, ist das bei den Kleinen hier auch so? Ne, da ist es nicht so aggressiv. Ne? Also hier sieht es immer noch aus, als gehört es halt zur Dings dazu. Hier sieht man aber halt, okay, das ist eine krasse Textur und die hat auch überall Fragmentfehler mit drin. Und das zieht sich halt einmal über diese komplette Ebene hier, selbst bis hier hinten, selbst hier, ne? Man übersieht es halt nicht, ne? Also das sieht leider gar nicht mal so geil aus. Ansonsten habe ich euch da mal hier mal was vorbereitet. Eine neue Funktion ist ja, dass ihr die Tür öffnen könnt. Mittlere Maustaste gedrückt halten, also euer Mausrad. Und dann nach links und rechts könnt ihr dann dementsprechend die Türe öffnen oder schließen. Soundtechnisch und Co. hat sich da an sich auch nicht viel getan. Es gibt eine neue Fahrphysik. Ja, die ist mir jetzt im Allgemeinen... beim Fahren... ja, sag mal, ob nur positiv oder negativ. Hatte jetzt auch beim Anfang nicht wirklich an der Fahrphysik was auszusetzen. Aber sie ist angenehm, muss man sagen. Sie ist halt einfach angenehm. Das passt soweit. Ja. Man merkt halt, der Mod hat ein gewisses Gewicht, also soll es auch sein. Dass man halt nicht einfach so durch die Kurven ballern kann. Aber das passt.
Das passt, ihr seht auch, Fahrer ist in dem Fall animiert, beziehungsweise er tut den Joystick wenigstens nach vorne und nach hinten drücken. Digitalanzeige, Hammer, alles, das passt so soweit. Hatte ich jetzt nichts dran auszusetzen. So, ansonsten klappen wir das Ganze mal auf. In dem Fall jetzt mal hier am Maisfeld. Da ist auch alles beim Alten geblieben in dem Fall. Wenn wir das Ganze nochmal hier in die Nacht mit reinbringen wollen, sind wir halt allgemein, ne? Der Monitor ist in dem Fall automatisch beleuchtet, der Rest nicht. Sonst normales Fahrtlicht, inneres Arbeitslicht, vorderes Arbeitslicht aus, Rundumleuchten sind da, reflektieren, Blinker sind da, reflektieren. Alles beim Alten in dem Fall, da hat sich nichts geändert. Und auch hier beim Ernten, Einzugsanimation, blühen weiterhin okay aus, passt soweit. Hinten der Auswurf, auch vollkommen okay. Wenn man im Bereich ist, hat man eine gute Übersicht. Die Spiegel funktionieren, in den Spiegeln kann man auch was erkennen, kann hinten den Korntank gucken. Das läuft soweit alles. Lokfehler haben sich den Update auch nicht mit eingeschlichen, also auch alles easy peasy, beziehungsweise sogar Lokfehler vom letzten Mal, wenn welche drin waren, dann noch entfernt. Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Nun, wer die Version 2.0 haben möchte, der kann da gerne zugreifen, denn der Link inklusive Bewertung ist in der Videobeschreibung diesbezüglich verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir lassen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, auf der Renne. Tschüss.